Ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen zu unserem Vortrag Die Häuser denen, die darin wohnen. Elke Manns, Jochen Schmidt, Lina Hurlin und Fussel erzählen uns was zu diesem Thema. Jeder von euch, der in den letzten Jahren vielleicht eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie schwierig das sein kann, insbesondere in Großstädten. Entweder die Mieten sind unbezahlbar oder bei der Besichtigung stehen noch 200 Leute mit euch. Es ist einfach schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Mietshäuser-Syndikat will dies ändern. Wie sie das machen und auch welche Rolle der CCC darin spielen kann, das hören wir jetzt. Deswegen bitte begrüßt unsere vier hier mit einem großen herzlichen Applaus. Ganz Deutschland, ganz Baden-Württemberg, ganz Freiburg ist von Spekulanten besetzt. Nur das Kreta-Gelände leistet hartnäckig Widerstand. Nein, das Kreta-Gelände ist kein gallisches Dorf. Aber es ist die Wiege des Mietshäuser-Syndikats. Zunächst konnten in den 80er Jahren die Gebäude in zähem Ringen mit der Stadt erhalten werden, bevor in den folgenden Jahren vor Ort das Modell entwickelt wurde, mit dem Immobilien dauerhaft der Spekulation entzogen und preiswerter Wohnraum geschaffen bzw. erhalten werden kann. Heute bietet das Kreta-Gelände nicht nur Wohnraum für rund 100 Personen, sondern auch Platz für ein Café und zahlreiche soziale Initiativen, wie zum Beispiel das Feministische Zentrum, die Rosa Hilfe, 4 Flüchtlingsinitiativen, 2 Kindertagesstätten, der Chaos Computer Club, das Archiv für soziale Bewegungen und hier das Studio von Radio Dreieckland. Mit einer Miete von derzeit 6 Euro den Quadratmeter in bester Innenstadtlage trotzt man dem aufgeheizten Freiburger Wohnungsmarkt. Kein Wunder, dass das Solidarmodell des Syndikats bundesweit Schule macht. Mittlerweile gibt es rund 130 Projekte des Mietshäuser-Syndikats in der gesamten Bundesrepublik und ständig kommen weitere dazu. Lag früher der Fokus hauptsächlich auf dem Erhalt von Altbaubestand, wird derzeit der Beweis erbracht, dass das Modell auch für Neubauprojekte taugt. Zum Beispiel im Freiburger Neubaugebiet Gutleutmatten, wo gerade die letzten Wohnungen im Drei-Häuser-Projekt des Syndikats bezogen werden. Auch hier unterbieten die Mieten von rund 7 Euro pro Quadratmeter in bester Wohnlage den Freiburger Mietspiegel deutlich. Erst seit kurzem gibt es eine große Akzeptanz für Projekte von unten, die sich aktiv in die herrschende Wohnungspolitik einmischen. Es hat lange gedauert, bis sich das Medienecho veränderte und in ersten Städten das Modell mit Wohlwollen betrachtet wurde. Das Modell des Syndikats hat den großen Vorteil, dass es nicht nur ein wohnungspolitisches Vorbild ist, sondern auch noch Selbstorganisation zur Bedingung macht. Auf Plänen der Mieterinnen wird über alle wichtigen Angelegenheiten gemeinsam entschieden. Diese demokratischen Strukturen und die Schaffung und der Erhalt von preisgünstigem Wohnraum sorgen für gesellschaftliche Teilhabe, gerade auch für Menschen mit begrenztem Einkommen. Das strahlt aus und das stiftet Zusammenhalt in jeder Beziehung. Dass so viele Leute Interesse haben am Mietshäuser-Syndikat. Super, der Raum ist fast voll. Ich wollte kurz sagen, was euch in den nächsten 35 Minuten so erwartet. Lina und ich werden das Syndikat vorstellen in einem Vortrag, also nochmal ausführlicher auf das eingehen, was der Film schon mal so in kurzer Zeit angerissen hat. Danach wird Fussel vom CCC Freiburg was dazu erzählen, wie die Zusammenarbeit vom Syndikat und CCC aussehen könnte. Danke, Füssel, dass du Zeit hast, hier oben zu sitzen.
Und zum Schluss, wenn noch Zeit wäre, das schauen wir dann, hat sich Jochen bereit erklärt, Fragen zu beantworten, die von euch kommen aus dem Publikum. Er wird auch den anschließenden Workshop leiten, wo dann Fragen, die wir jetzt hier nicht ausreichend beantworten konnten, dann einfach hoffentlich noch geklärt werden können. Ja, das Mietshäuser-Syndikat. Die Grundannahmen oder die drei Aussagen liegen eigentlich dem Mietshäuser-Syndikat zugrunde. Zum einen die Häuser, die drin wohnen. Wohnen soll keine Ware sein und ein Dach über dem Kopf für alle. Das ist auch in der Vereinssatzung vom Mietshäuser-Syndikat verankert, eben der Gedanke der Selbstverwaltung. Zum einen, wobei die Häuser denen, die drin wohnen, das sollte man schon etwas weiter fassen, weil es sind nicht nur reine Wohnprojekte, die in dem Mietshäuser-Syndikat organisiert sind, sondern es gibt da auch Projekte, die Gewerbeflächen haben oder politische, kulturelle Initiativen haben, also so Mischformen oder reine Gewerbeprojekte gibt es genauso im Mietshäuser-Syndikat. Der Gedanke, die Häuser vom Markt zu nehmen, das ist eben die andere Aussage, eben eine Konstruktion zu schaffen, dass die Häuser eben nie mehr verkauft werden können, dass sie dauerhaft vom Markt genommen sind. Und ein anderer Grundgedanke, der da auch mit auftauchte, ist der des Solidarfonds, der gegründet wurde. Die Idee dabei, dass die Projekte, die im Syndikat organisiert sind, in einen Topf einbezahlen und dadurch wieder neue Projekte unterstützt werden können. Ich gehe kurz nochmal auf die Geschichte ein, die ja auch in dem Film schon mal angerissen wurde. Die Initiative wurde 1992 in Freiburg gegründet, deswegen ist der Film auch leider etwas Freiburg-lastig ausgefallen. Damals hieß das Mietshäuser-Syndikat noch nicht Mietshäuser-Syndikat, sondern Mietshäuser in Selbstorganisation. Und da gab es auch zu der Zeit noch kein Haus, also keine Hausbeteiligung. Das war einfach nur erstmal nur der Verein, der gegründet wurde. Dann kam es 1994 zur ersten Beteiligung an einem Hausprojekt. Das war damals die Greta Ost Grundstücks GmbH in Freiburg. Und 1996 hat man sich gedacht, naja, irgendwie finden wir diesen Namen, das war auch schon vorher so, wir finden diesen Namen so ein bisschen Mietshäuser Selbstorganisation, so ein bisschen sperrig und so. Und dann kam eben dieses Mietshäuser-Syndikat als Idee auf. Es gab auch noch andere Ideen, Mietshäuser-Kombinat zum Beispiel, aber wir haben uns dann im Endeffekt für dieses Mietshäuser-Syndikat entschieden. Das dümpelte dann so ein paar Jahre so ein bisschen vor sich hin. Man hatte auch nicht so wirklich den Eindruck, dass diese Idee so funzt. Dann hat es aber so langsam Fahrt aufgenommen und 2001 kam es tatsächlich zur ersten Beteiligung außerhalb von Freiburg. Das war dann in Tübingen in der Schellingstraße. Es gab damals durchaus kritische Stimmen, die sagten, oh, ob das so geeignet ist, sollen wir außerhalb von Grenzen Freiburg gehen, können wir das machen, ist das überhaupt so angelegt dafür? Und es hat sich dann Gott sei Dank der Block von Menschen durchgesetzt, die dann gesagt haben, komm, lasst uns das machen. Und dann kam es eben zu dieser ersten Beteiligung. Dann hat das Ganze wirklich rasant Fahrt aufgenommen. 2009 kam schon das 50. Hausprojekt dazu. Und 2018 sind wir jetzt gerade beim 139. Hausprojekt. Einfach nochmal so. Das nochmal kurz in Zahlen zusammengefasst, eben 139 Hausprojekte im Moment mit 4000 Menschen. Hört sich eigentlich gar nicht so viel an für diese ganzen Hausprojekte. Es gibt allerdings auch welche, da wohnen tatsächlich nur 4 Leute drin oder das Größte ist eine Kaserne mit 4 Häusern in Freiburg, da wohnen so 280 Menschen drin. Gesamtvolumen haben wir im Moment circa 150 Millionen Euro. Und eben alle Häuser sind unverkäuflich, entprivatisiert. Die Menschen, die da drin wohnen oder arbeiten oder irgendwelche politischen, kulturellen Initiativen machen, organisieren alles selber. Das heißt tatsächlich von der
Diskussion, wo steht die Mülltonne, bis hin zu, wie mache ich die Buchhaltung oder wie kommen wir an Geld ran. Und es ist ein solidarischer Verbund. Es wird eben zum einen Geld an andere Projekte weitergegeben innerhalb des Verbundes, aber auch Wissen wird weitergegeben. Das ist ja auch sehr wichtig. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Beratungsfragen außerhalb von Deutschland, also aus anderen Ländern. Da gibt es auch einen sehr regen Austausch und die ersten Initiativen in Österreich, da ist das Habitat, in Niederlanden, da ist Freikoop und in Frankreich L'Eclipse, das sind Organisationen, die auch nach demselben Grundmuster organisiert sind und da auch jetzt eben Häuser befreien. Aber was macht das Syndikat überhaupt? Das Syndikat hat eben vier Ebenen. Da ist zum einen die Ebene der Wächterfunktion. Das Syndikat passt eben auf, dass kein Haus oder kein Hausprojekt, das sich irgendwann mal entschieden hat, in das Syndikat reinzugehen, wieder verkauft werden kann. Das ist über eine bestimmte Stimmverteilung geregelt, die wir in Verträgen festlegen. Da kommen wir aber gleich auch nochmal anhand eines Schaubilds genauer drauf. Die zweite Ebene ist die der Dachorganisation. Die Hausprojekte verschließen sich zusammen und vernetzen sich. Alle zahlen eben in diesen Solidarfonds ein. Und dieser Solidarfonds wird unter anderem, zum einen wird davon Teil der Öffentlichkeitsarbeit bezahlt, aber es wird auch genutzt dafür, neue Hausprojekte eben anzukurbeln. Die dritte Ebene ist die Ebene der Hausprojekte selber. Also es ist sehr erwünscht, dass Wissen weitergegeben wird. Die Menschen, die in den Hausprojekten wohnen, erwerben ja dann Wissen, wie funktioniert es, wie mache ich ein Hausprojekt, was muss ich dafür tun. Und es ist sehr erwünscht, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Das Mietshäuser-Syndikat lebt davon, dass die Beratung eben ehrenamtlich gemacht wird. Und da muss man einfach, das muss man auf viele Köpfe verteilen. Genau, also so ungefähr 100 Menschen sind gerade in diesen Beratungstätigkeiten zugange. Und die vierte Ebene ist die Ebene der politischen Arbeit. Es ist mehr und mehr tatsächlich so, dass das Mietshäuser-Syndikat auch von Stadtseite aus ernst genommen wird als Partner, Partnerin, mit der man verhandeln muss. Wir können uns mittlerweile tatsächlich in Stadtpolitik einmischen und neue Wohn- oder Eigentumsformen installieren, dadurch, dass wir in der Stadt eben Grundstücke bekommen, wie ihr eben in dem Film auch gesehen habt, dann Häuser neu bauen können. Ja, jetzt übergebe ich weiter an die Lina. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück und stelle die Frage in den Raum, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Aufwand? Seit der Finanzkrise 2007 und 2008, also die ja paradoxerweise auch von einer platzenden Immobilienblase ausgelöst wurde, ist Wohnraum zum Finanzprodukt geworden. Das heißt, es ist eine lukrative Anlage, besser als das Geld irgendwie auf Banken oder sonst wo zu lagern. Und in allen urbanen Zentren steigen die Immobilienpreise. Das heißt, es lohnt sich, Häuser zu kaufen und zu vermieten. Und die ganzen Grausamkeiten wie brutale Entmietungen und Zwangsräumungen und die komplette Verdrängung des Prekariats aus dem innerstädtischen Raum sind bekannt. Es wird ein Menschenrecht, also das Recht auf Wohnen ist ja eigentlich verankert, sowohl als Menschenrecht als auch im Grundgesetz. Und dieses Recht wird eben zu einer Ware. Und das sollte man sich doch ab und zu mal vor Augen führen, weil diese Absurdität ja einfach schon eine Normalität geworden ist. Und das geht eigentlich gar nicht. Weiterhin zieht sich auch die öffentliche Hand von ihrer Aufgabe zurück, also sozialen Wohnraum, also Menschen mit Wohnraum zu versorgen, könnte man als Aufgabe des Staates oder eben der Kommune betrachten. Ein Paradebeispiel dafür ist Dresden. Die haben 2006 den kompletten kommunalen Wohnungsbestand an eine Investorengruppe aus den Staaten verkauft und haben damit ihr Loch im Finanzhaushalt gestopft. Also Dresden war dann nicht mehr verschuldet,
aber hat damit auch den kompletten Einfluss auf Wohnraumversorgung verloren und auch damit den Einfluss darauf, das soziale Gefüge in der Stadt irgendwie zu steuern. Und ja, das Syndikat hat sich dann also gedacht, alles muss man irgendwie schon wieder selber machen und hat an einem Rechtsformkonstrukt getüftelt, was ja, das möglich macht, dass Immobilien langfristig in privatisiert sind, also dass sie auch einfach für immer dem Wohnungsmarkt entzogen sind und eben von den Mieterinnen selbst verwaltet sind. Das ist ziemlich besonders, weil das, das Grundgesetz das eigentlich, also das liebt ja Privateigentum und das ja, sieht es eigentlich gar nicht vor, dass es dafür eine passende Rechtsform gibt. Deswegen ist es so ein bisschen kompliziertes Konstrukt. Ich hoffe, ich kann das in der kurzen Zeit halbwegs rüberbringen. Genau, es läuft so, dass alle Leute, die in einem Haus wohnen oder arbeiten wollen, erstmal einen Verein gründen, also einen Hausverein. Der entscheidet auch weitestgehend autonom, was jetzt passiert, wer einzieht, wer auszieht, stellt auch die Geschäftsführung der Hausbesitz GmbH, die muss man dann auch gründen, diese Hausbesitz GmbH, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die kauft das Haus, nimmt dafür Kredite auf und die MieterInnen, die zahlen diese, also zahlen einfach Miete an diese GmbH, die dann damit die, die Kredite tilgt. Der andere Gesellschafter oder die Gesellschafterin ist die Mietshäuser Syndikat GmbH. Die hat in bestimmten Punkten Stimmrecht, also es ist eine Verteilung von 51-49% und die meisten Sachen, also die meisten Entscheidungen können alleine vom Hausverein getroffen werden. Allerdings bei der wichtigen Entscheidung, wenn es um Verkauf geht, hat das Syndikat Stimmrecht und würde diesen Verkauf auch immer verhindern. Das macht total Sinn, weil sich Gruppen einfach verändern und ja, wenn Leute sich mal irgendwann zusammengetan haben und gesagt haben, ja, wir wollen jetzt aber ein Hausprojekt gründen, dann kann es sein, dass sie sich in 10 Jahre später verkrachen oder denken, oh ja, mit dem Geld, was man damit jetzt alles machen könnte, was das Haus jetzt wert ist, könnten wir auch irgendwie, ne, also die wollen das dann halt irgendwie wieder verkaufen und da würde das Mietshäuser-Syndikat immer sagen, nein. Dazu eben dieses Gesellschafterkonstrukt. Das Mietshäuser-Syndikat, was ist das eigentlich? Also das sieht eher so aus als so, auch wenn es da irgendwie mit dem Namen immer ja, manchmal ein bisschen zu Verwirrung kommt. Und das besteht aus Einzelmitgliedern, also aus Leuten, die einfach sagen, ja, wir finden die Idee gut, wir wollen mitentscheiden und mitgestalten. Dann sind es irgendwelche Gruppen, die auch sagen, ja, wir finden das als Gruppe gut. Und eben diese ganzen Hausvereine. Also alle Hausvereine sind auch Mitglied im Mietshäuser-Syndikat-Verein. Dieser Verein ist alleiniger Gesellschafter der Mietshäuser-Syndikat GmbH. Und diese GmbH ist dann aus dem Schaubild davor die Gesellschafterin von den ganzen Haus-GmbHs. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Die Projekte sind alle sehr unterschiedlich. Das heißt, da will das Syndikat auch gar keinen Einfluss drauf haben, wer da jetzt, also wir kriegen manchmal dann so Anfragen, ja, wir suchen einen Wohnraum und das machen wir gar nicht, Wohnraum vermitteln. Also das liegt alles bei den Projekten, wer da auszieht, einzieht, wie sie das, welche Farbe das, der Hausflur kriegt oder ja, die sind einfach, wie wir vorhin auch schon gehört haben, ganz unterschiedlich groß. Es gibt ganz kleine mit 5 Bewohnerinnen, es gibt ganz große mit 280 oder auch ja, irgendwas dazwischen. Und die Leute wohnen auch ganz unterschiedlich in diesen Projekten zusammen. Manche wohnen in großen WGs, manche wohnen in einzelnen Einzimmer-Apartments oder in Bauwegen und manche wohnen auf dem Land und manche in der Stadt und ja, es ist eigentlich auch ein ziemlich spannender Verbund dadurch, dass es eigentlich also sehr viele Wohn- und Lebensrealitäten miteinander verbindet. Genau. Und was wichtig ist genau noch die Verbindung zwischen den ganzen oder die Verbundenheit zwischen den ganzen Projekten. Das heißt, es gibt es gibt einen doppelten Transfer. Das ist zum einen der Wissenstransfer, der über die Beratungsstrukturen vor allem läuft. Das heißt, Projekte, die es schon länger gibt, beraten neue Projekte. Da sind auch, also man merkt, dass der Druck auf dem Immobilienmarkt immer größer wird. Die Anfragen steigen und übersteigen auch in manchen Regionen unsere Kapazitäten. Also auch hier in Leipzig ist es schon, wir kriegen viele Anfragen, mehr als wir sind in der Beratung.
Und zum anderen ist es eben der Solidartransfer. Das läuft so, dass alle Projekte einen jährlichen Betrag zahlen. Am Anfang sind das 10 Cent pro Monat pro Quadratmeter, der jährlich um 0,5% der Vorjahreskaltmiete steigt. Das heißt, am Anfang ist der relativ gering. Und also weil einfach auch die Belastungen für die Projekte am Anfang höher sind. Die haben noch mehr Kredite zu tilgen, mehr Aufwand und so weiter. Und dann steigt es irgendwann und ja, somit bleiben und sind aber, ja, können auch gedeckelt werden. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt muss der Soli nicht mehr erhöht werden. Und es führt aber dazu, dass nicht irgendwie die Anfangsgeneration in einem Projekt ganz viel Geld bezahlen muss, ganz viel Arbeit reinstecken muss und so eine Mehrfachbelastung hat und in 30 Jahren da ja, Leute umsonst wohnen, eigentlich gar nichts mehr mit dem Projektgedanken vielleicht zu tun haben, sondern mit diesem Geld einfach neue Projekte angeschoben werden können. Das heißt, die neuen Projekte bekommen erstmal also sozusagen so ein Startkapital von dem Gesellschafteranteil, der an der GmbH, das sind 12.400 Euro, die alle Projekte vom Syndikat bekommen. Und außerdem wird davon auch ja, Öffentlichkeitsarbeit finanziert. Es gibt eine halbe Stelle im Mietshäuser Syndikat, der Rest wird ehrenamtlich getragen, was immer wieder auf Erstaunen stößt. Und jetzt kommt aber vielleicht noch die, ja genau, und so Infrastrukturzeug zum Beispiel. Wir haben auch Broschüren dabei, die wurden auch davon bezahlt. Die liegen hier vorne und ihr könnt auch sonst sie euch im Internet runterladen. Und ja, wie wird das aber, also das Lustige ist ja, dass die Leute, die in den ganzen Projekten wohnen, eigentlich selber gar nicht so viel Geld haben. Das heißt, es kommt immer die Frage, boah, wie kann man das eigentlich finanzieren, so ein Haus kaufen und wir haben doch gar keine Kohle. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sind private Darlehen oder also so Direktkredite, vielleicht kennt ihr es auch unter dem Wort. Das heißt, das ist einfach Geld, was man sich von Freundinnen oder Bekannten, Verwandten leiht. Man kann es auch verzinsen und also dann braucht man einen gewissen Anteil an diesen Darlehen von der Gesamtsumme, die man finanzieren muss und kann sich dann den Rest von Banken leihen, wenn es da noch mehr Bedarf gibt. Genau. Also wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Geld, das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Genau, und ihr bekommt es ja auch irgendwann wieder. Ja, und teilweise gibt es eben auch Förderung, das hängt aber auch stark von den Bundesländern ab. Also gar nicht so wahnsinnig viel, was man da bekommen kann, vielleicht teilweise für sozialen Wohnungsbau. Die Kredite werden dann über die Jahre getilgt durch die Mieteinnahmen. Das heißt, die BewohnerInnen haben einfach ganz normale Mietverträge, wie die das organisieren. Also ob jetzt die Miete nach Quadratmetern berechnet wird oder nach Einkommen oder einfach ganz frei. Da gibt es ganz verschiedene Modelle und auch das ist, finde ich, ein spannendes, ja, Experimentierfeld, was nochmal anders funktioniert als in einem herkömmlichen Mietverhältnis, dass man auch nochmal überlegen kann, ja, wie wollen wir eigentlich, wollen wir vielleicht nicht so eine Art solidarische Ökonomie hier auch schaffen. Aber das unterliegt der Projektautonomie, also das Syndikat keinen direkten Einfluss, außer vielleicht so als Ideengeberin. Das ist natürlich klingt jetzt erstmal alles ganz rosig. Es gibt natürlich auch Herausforderungen und Grenzen, die ich euch nicht vorenthalten will. Also die größte Frage ist natürlich, wie groß können wir alle werden? Können wir eigentlich werden? Also wir sind jetzt, ja, wie gesagt, 139 Projekte. Wir treffen uns alle paar Monate auf Mitgliederversammlungen. Da kommen, ne, die ganzen Gruppen, Einzelmitglieder, Hausvereine und so, die können da hinkommen, werden alle eingeladen, haben alle Stimmrecht. Aber das sind jetzt schon 200 bis 300 Leute, die sich so alle, ja, so 3 bis 4 Mal im Jahr eigentlich treffen. Und wir brauchen jetzt schon immer relativ große Räume. Das Geld, um die Messe zu mieten, haben wir, glaube ich, noch nicht zusammen. Aber ja, also es wird immer schwieriger und auch schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Wenn man überlegt, dass wir jetzt in diesem Raum einen Konsens finden müssen, ist es natürlich schwieriger, als es vielleicht mit 10 Leuten erstmal ist. Da fände ich es auch ganz spannend, nochmal weiterzudenken, was es da vielleicht auch mit dem CCC für Synergien gibt, was ja auch eine große Gruppe an Menschen ist, die zusammenarbeiten und vielleicht auch gar nicht alle an einem Ort sind. Also da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ja, und dann
könnte man natürlich auch überlegen, müssen wir alles in einem Syndikat organisieren oder brauchen wir vielleicht verschiedene und wollen wir das regionalisieren oder so. Das sind so Gedanken, die schwirren schon seit Jahren in der Luft und sind noch unbeantwortet. Eine weitere große Frage ist natürlich, ist es ein Nischenprojekt, ist es nur für eine bestimmte Subkultur zugänglich? Weil es einfach auch sehr viele, ja, es gibt erstmal eine große Hürde, sich das zuzutrauen, also diese ganze Bürokratie und auch ja, sich das zu trauen, sich irgendwie 100.000 Euro zu leihen oder noch viel mehr, vielleicht auch 1 Million, ist natürlich auch eine ziemliche Hürde und das sind oft auch so subkulturelle Projekte und ist ja aber eigentlich was eine Idee sein könnte, die für die gesamte Gesellschaft eine Lösung bieten könnte. Ist es vielleicht aber auch der falsche Fokus? Sollten wir nicht viel mehr uns darauf beschränken, ja, in die Realpolitik einzugreifen? Sollten wir nicht viel mehr den Kommunen Stress machen und dem Staat, dass sie sich darum kümmern, dass es, es sozialverträgliche Mieten in ihren Städten gibt und der private Wohnungsmarkt nicht einfach total durchdreht, was ja schon der Fall ist. Und die letzte Frage ist natürlich, ob Eigentum überhaupt die Lösung ist oder ob wir nicht einfach alle besetzen sollten. Ja. Das war jetzt so in den Raum gestellt. Naja, ich habe uns jedenfalls allen eine kleine To-Do-Liste geschrieben. Also wir könnten ja, bei euch zu Hause, wo auch immer ihr wohnt, erstmal ja ein bisschen die Stadtpolitik aufmischen, da mal ein bisschen Stress machen. Vielleicht kennt ihr irgendwelche Leute, die sollten mal vielleicht ihre Grundstücke nicht unbedingt alle verkaufen, sondern in einem Konzeptvergabeverfahren vergeben an Projekte oder sich darum kümmern, dass es in ihren Städten noch, dass in ihren Städten auch noch alle Leute wohnen können. Und ja, wir sollten weiterhin Häuser und Grundstücke dem Markt entziehen und Basisdemokratie üben. Auch dafür eignet sich das Syndikat hervorragend, weil ich habe es gerade erzählt, wie so Mitgliederversammlungen ablaufen. Und ja, das ist natürlich auch ein spannendes Experimentierfeld, weil wir ja so das eigentlich alle nicht gelernt haben, vielleicht. Genau, es gibt noch heute einen Workshop um 18.10 Uhr im Lecture Room M2. Und Sonntag um 11 gibt es die Möglichkeit einer Führung durch ein Syndikatsprojekt. Das ist Schönehausen in der Eisenbahnstraße 178, 80. Also es sind auch 4 Häuser, egal. Naja, und da wäre es aber cool, wenn ich anmeldet, weil das erst ab 10 Leuten stattfindet. Und ja, zu allerletzt möchte ich nochmal die Gelegenheit kurz nutzen, solidarische Grüße nach Frankfurt und ins Rhein-Main-Gebiet zu schicken, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab in den letzten Monaten vermehrt Brandanschläge auf Projekte da. Es ist auch ein Syndikatsprojekt komplett abgebrannt. Ja, und auch wenn noch nicht ganz klar ist, wer diese Taten begangen hat, ist es ja nochmal eine Warnung, dass wir uns nicht unterkriegen lassen dürfen. Ja. Wir hatten Anfang des Jahres die Gelegenheit, in einem Mietshaus-Syndikat zu ziehen, in das älteste Mietshaus-Syndikat zu ziehen, hier nach Greta Ost. Und das alles ist insgesamt sehr spannend. Also, was uns dann noch nicht vereinigt, ist halt beide hacken letztendlich. Also, wir hacken Computer und Strukturen und Prozesse und irgendwas. Das Mietshaus-Syndikat hackt ein bisschen den Mietmarkt oder Gesellschaft hacken, wie auch immer. Und wie das jetzt konkret real aussieht für uns, heißt das also sehr viel mehr Pläne und so. Also beide Strukturen zusammenzubringen auf ein Level ist nicht immer sehr ganz einfach. Also wir haben auch Pläne bei uns in Freiburg und letztendlich dann hat man noch einen Pläne und noch einen Pläne. Und das ist ja manchmal anstrengend. Was aber auf jeden Fall ziemlich gut ist, wir sind dadurch auch unser eigener Vermieter geworden. Also wir mieten das natürlich, wir wohnen dann da, sind ein Verein, der da drin wohnt. Und da, durch unser Stimmrecht sind wir quasi auch selber Vermieter. Also wir können dann letztendlich dort auch machen, was wir wollen. Mit den anderen abgesprochen, quasi so. Ja. Da herrschen dann auch manchmal unterschiedliche Ideen, was so technische Ausbaustufen oder Farbgebungen von bestimmten Dingen angeht und wie viel etwas blinken darf oder nicht.
Auf jeden Fall macht es Umbauarbeiten oder so Kreativarbeiten deutlich viel leichter, als wie wenn wir irgendwo zur Miete wohnen würden. Oder wenn wir irgendwo was gekauft hätten und dann auch noch Restriktionen hätten, städtebaulicher Art oder irgendwas so. Ne? Also wir können im Prinzip A, uns selber sehr viel einbringen, sehr viele Dinge tun, auch in Absprache mit anderen Gruppen tun. Wir haben das Glück, dass in dem Projekt, in dem wir sind, relativ viel andere Gruppen auch sind, also nicht nur Privatpersonen. Und da findet auch sehr, sehr viel Austausch statt. Also es gibt unter anderem das Chaos Radio Freiburg im RDL, Radio Dreieckland, was wir einmal im Monat auch dann dort machen mit dem Chaos Computer Club zusammen. Wir machen die Kneipe, wir gehen regelmäßig in die Schreinerei, weil obviously man muss immer irgendwas bauen. Und was es bis vor kurzem gab, war natürlich noch eine Brauerei. Das war auch sehr gut. Also wir haben unser eigenes Bier gebraut, das haben wir letztes Jahr auch mitgebracht. So, aber was bedeutet das, also ich meine, du hast vorhin schon gesagt, für die Zukunft, wir haben ähnlich, also wir sind ähnlich strukturiert, haben ähnlich quere Gedanken im Kopf, aber auch ähnliche Probleme. Also ne, der CCC wächst auch immer mehr, was macht man mit immer mehr Wachstum? Jetzt sind es 15.000, 17.000 Leute auf diesem Kongress. Wie kann man da überhaupt noch Entscheidungsprozesse und Entscheidungsstrukturen irgendwie gut leben, so? Und das ist letztendlich das gleiche Problem, was das Mietshaus-Syndikat hat. Und da kann man an gemeinsamen Lösungen technischer Art oder nicht technischer Art arbeiten. Mumbeln zum Beispiel ist ja etwas, was im CCC gerne gemacht wird. Also quasi so telefonieren über weite Strecken hinweg und dann dort die Arbeitsgruppen zu haben. Das wäre vielleicht auch was, was man so übergeben könnte. Für uns ist es ein sehr produktives oder sehr schönes Zusammensein. Es wird unglaublich viel möglich. Also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Am Ende geht es, glaube ich, einfach darum, etwas in die Welt zurückzubringen und einfach eben dafür zu sorgen, kein Nischenprojekt zu sein, sondern wirklich was zu sagen, nee, wir wollen was, wir haben eine Agenda und wir machen auch was letztendlich so. Und das ist ja auch das, was der CCC letztendlich macht. So. Fragen zu stellen. Wer Fragen hat, geht bitte zu unseren Mikros. Die sind hier schön verteilt. Für alle, die Fragen stellen, zwei kurze Hinweise. Eine Frage ist ungefähr ein Satz lang und hat am Schluss ein Fragezeichen. Zweitens, wenn ihr in ein Mikro sprecht, geht nah dran, wie ich. Fast reinbeißen, nicht ganz, das ist dann nicht hygienisch, aber nah dran, dann verstehen wir euch auch. Für alle, die zwischendurch raus müssen, weil ihr weiter wollt, bitte macht das so leise wie irgend möglich. Das stört uns alle. So, und damit fangen wir an Mikro Nummer 2. Hallo. Also von eurem basisdemokratischen Ansatz und eurem Ziel, preiswerten Wohnraum für eure Mitglieder bereitzustellen, entspricht im Grunde genommen einer Wohnungsbaugenossenschaft. Warum dann nicht einfach eine Wohnungsbaugenossenschaft gründen, sondern stattdessen diese komplexe Struktur mit einer GmbH, Verein etc.? Es ist total wichtig, dass die einzelnen Hausprojekte nicht eine Organisation bilden, sondern kleine, autonome, dezentrale Einheiten. Allein schon deswegen, wenn ein Projekt mal schief gehen würde, dass es die anderen nicht gefährdet, so wie bei anderen Großgenossenschaften, die einfach dann als gesamtes pleite gegangen sind. Es gibt noch mehr Gründe, aber das ist einfach ein wichtiger Grund, dass die Hausprojekte einzeln autonom handeln. Naja, und eine Genossenschaft schützt auch nicht vor Verkauf letztendlich. Also, wenn jetzt die Genossenschaft eine Mitgliederversammlung macht, oder weiß nicht, wie das dann eine Genossenschaftsversammlung sagt, wir verkaufen das jetzt oder wir tun jetzt Dinge, die nicht mehr so sozial sind, dann können die das im Prinzip tun. Wenn die jetzt einen Mitgesellschafter haben, der einfach per se sagt, verkaufen, könnt ihr gerade mal knicken, dann ist das schon mal nicht mehr möglich. So. Also. Nummer 4. Also Hausprojekte und Ferienwohnungen stehen sich ja in Städten gegenüber wie Teufel und Weihwasser. Aber die Frage ist, gibt es auch im Mietshäuser-Syndikat Projekte, wo Ferienwohnungen zumindest vorübergehend, um bestimmte Ziele zu erreichen, auch eingerichtet werden? Vielleicht sogar mit verbilligtem Zugang für andere Mitglieder von Hausprojekten, dass man sich da vernetzt. So, wollt ihr mal Urlaub da und da machen, wie wäre es irgendwie? Also gibt es da Ansätze, Ferienwohnungen produktiv und gerecht zu nutzen?
Also wir nennen das, oder viele Hausprojekte haben einfach Gästezimmer. Man kann einfach fragen, ob man da eine Weile unterkommen kann. Es gibt aber auch tatsächlich ein Hausprojekt, das eine explizite Ferienwohnung auch im Haus drin hat. Es gab sogar mal die Idee, ein nur Ferienhaus im Syndikat, also wo jetzt keiner mehr auf Dauer wohnt, sondern an einem schönen Ort zu haben. Das scheitert, glaube ich, bisher daran, dass wir uns nicht einigen können, wo das sein soll. Ja, und ansonsten war es etwas umstritten, wenn man jetzt mal ehrlich sagt. Fehlt es auch an der Gruppe am Ende, ja. Gut, Mikro Nummer 1. Ja, hallo. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ihr habt ja gesagt, dass ihr auch mit Städten schon, also mit der Politik viel zusammenarbeitet. Was kann man denn als Stadtfraktion oder Stadtpolitik konkret tun, um solche Projekte wie eures zu unterstützen? Also ganz wichtig ist natürlich, die Grundstücke, die die Stadt noch hat oder die Wohnen oder die Häuser oder wie auch immer, dass man da durchsetzt, dass es zum Beispiel Konzeptvergabeverfahren gibt. Das heißt, dass sie nicht zum Höchstpreis verkauft werden, sondern an Projekte mit einem sozialen Ansatz. Und darüber haben auch schon einige Syndikatsprojekte ihre Grundstücke bekommen. Das ist eine Sache. Ja. Vielleicht noch erweiternd, also wir sind ja auch auf Landes- und auf Bundesebene aktiv, weil ja Wohnungsbau ist ja Ländersache. Da gibt es genauso viel zu verbessern, genauso wie manche Gesetze dann eben auf Bundesebene eingreifen in das Modell, wo wir dann auch Einfluss nehmen müssen. So war zum Beispiel das mit der Annahme von Direktkrediten, also von Geldern im Schiene eine Weile schwieriger zu werden, und da mussten wir auf der Ebene dann eingreifen. Danke. Gut, Mikro Nummer 3. Ja, hallo. Eine GmbH ist ja eine Handelsgesellschaft und demnach ein Gewerbe. Und da wollte mich mal eure Erfahrung interessieren, auch mit in Bezug auf Umsatzsteuer oder die IHK, die dann Geld möchte, oder die Berufsgenossenschaft, die dann wissen möchte, wie viele Leute eingestellt werden. Und sowas kann man im Zweifel auch nicht wegprokrastinieren oder so. Irgendjemand möchte sich das dann vielleicht nicht ans Bein binden. Und da würde mich eure Erfahrung damit interessieren. Thema Steuer. Ich würde nur kurz darauf antworten, Umsatzsteuer ist kein Thema, Gewerbesteuer auch nicht, weil da gibt es Ausnahmeregelungen für Häuser dieser Art, unabhängig von der Rechtsform, in der sie gegründet sind. IHK, ja, leider, da müssen wir Beiträge zahlen, aber es gibt auch im Syndikat Ideen, einfach auch mal so eine IHK zu übernehmen, so ähnlich wie in Hamburg. Gut, gehen wir weiter zu Mikro Nummer 4. Hi. Ihr meintet vorhin, dass der Solidarbeitrag, den jedes Projekt an das Mietshäuser-Syndikat zahlt, jährlich steigt und es die Möglichkeit einer Deckelung gibt. Ist da irgendwas vorgesehen oder muss diese Deckelung individuell ausgehandelt werden mit dem Syndikat? Es gibt keine Deckelung, sondern es wird nur die Steigerung ausgesetzt und dann würde der Betrag einfach auf einem bestimmten Niveau bleiben. Und wir machen das im Moment noch abhängig von der Vergleichsmiete, die ist ja schon umstritten auch, ob man die überhaupt nehmen sollte. Aber da unsere Hausprojekte so unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Regionen, es ist sehr schwer, eine Größe zu finden. Und deswegen gibt es einfach die größte Vergleichsmiete. Da muss die Syndikatsprojektmiete deutlich drunter liegen. Wenn sie das übersteigt, dann setzt der Deckel ein. Mehr haben wir nicht an Regeln in dem Bereich. Wir sind aber auch sehr stark am Diskutieren in dem Bereich, weil das ist stark in Bewegung. Danke. Gut. Mikrofon Nummer 2. Ich scheine irgendetwas nicht ganz begriffen zu haben. Es hat ja da zwei Teilhaber. Einer hat 51%, einer 49%. Wieso kann der mit 49 verhindern, dass der mit 51 etwas beschließt, was man nicht will? Ich hätte jetzt erwartet, dass das ein umgekehrtes Verhältnis ist. Das ist auch mit ein Grund für die GmbH und gegen die Genossenschaft, weil in der GmbH kann man Stimmrechte unabhängig von der Höhe des Stammkapitalanteils gestalten mit einem Vertrag. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben einfach unabhängig von diesen
Verhältnissen das Stimmrecht für das Syndikat nur auf bestimmte Punkte zugelassen, zum Beispiel Verkauf oder Bilanz. Gut, dann schließen wir mit einer Frage aus dem Internet. Gibt es eine Vernetzung in anderen Gruppen oder wird so eine Vernetzung von euch angestrebt, welche vorgelagert mit anderen Aktionsformen arbeitet, zum Beispiel Besetzen in Berlin oder Hausbesetzungen im Allgemeinen? Zu Berlin kann ich jetzt wenig sagen, aber ich denke mal schon. Ja. Ich würde auch sagen, ja. Also es sind ja 3.000 Leute, 4.000 Leute, die in diesen Projekten wohnen, die sind alle miteinander, also da gibt es ganz viele Vernetzungen und es gibt auch verschiedene Projekte und Gruppen, die zum Beispiel Mitglied im Syndikat sind, um es zu unterstützen und mitzuentscheiden. Also ja, die sind vielfältig und nicht wirklich zählbar, diese Vernetzung. Und deswegen sind wir ja auch hier heute, um uns eben auch mit dem CCC mehr zu vernetzen. So, die Zeit ist leider um. Ich sehe, da gab es noch die ein oder anderen. Wir sind jetzt schon, weil ich es schon angekündigt habe, schon geflüchtet von den Mikros. Wenn es noch Fragen gibt, genau, hier steht immer noch Workshop um 18.10 Uhr, Lecture Room M2. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, wenn man zu Adam geht, wo der Ausgang ist sozusagen und dann auch mal rechts abbiegt. Das ist so ganz weit draußen sozusagen. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, es gibt also da, das ist unser Haus.de, da findet man einen Film mit Creative Commons Lizenz, das heißt, ihr könnt ihr auch gerne bei euch zu Hause zeigen, der geht eine Stunde und beschreibt nochmal das Modell und es gibt auch, und besucht ein paar Projekte. Ja. Damit genau, nochmal einen großen Applaus für die vier, vielen Dank.